Ja, hallo zusammen. Ihr erinnert euch, falls ihr es geschaut habt, noch vielleicht ans letzte Mal, wo ich doch dezent auf die Fresse bekommen habe während der Flucht. Hatte mir gerade wieder Hells geholt. Wie komme ich da jetzt hoch? Scheiße. Wie komme ich da? Ich muss doch das Pad nehmen. Das ist doch scheiße. Moment mal, wieso komme ich da jetzt nicht? Das ist dieselbe Taste wie Springen. Warum? Wo habe ich denn Springen hingelegt? Wo habe ich Springen hingelegt? Weiß auch niemand, ne? Ich will jeden Mann auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort oben runter. Sekunde mal. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich Springen hingelegt habe. Steuerung. Wo ist denn hier? Controller interessiert mich jetzt gerade nicht. Wo ist die Tastatur? Ah, Neubelegung der Tastatur. Links, rechts, hoch, runter, verfolgen, sprintendes Schiff rechts, klettern, Ziffernblock 0, okay. Okay. Das ist eigentlich auch meine Standardbelegung, aber gut, man kann nicht alles haben. Ach, Scheiße. Hau ab, du Scheißbulle. So, Arschloch. Musste jetzt mal sein. Da ist der nächste Penner. Arschloch. Oh, schon wieder eine gefangen. Und zwar von dem Typen von oben. Ich glaube nicht, dass ich da mit dem Gewehr was werde. Da ist da noch einer. Alter, wo ist denn der schon wieder? Wo ist der Penner? Ich würde nach da. Komm raus. Selbst schuld, ihr beschießt mich. Was soll ich denn machen? Einfach nur. Ach! Nein, 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 lach, 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 lach! Nein, 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 nein. Ah, wie blöd war das denn? Leute, wie doof war das? Ach ja. Wie das Leben so spielt. Ihr habt die Uhr diesmal gar nicht gestartet, wobei das meistens bei dem Spiel wenig bringt, weil. Eine 20-Minuten-Folge habe ich so lange nicht mehr gemacht bei dem Game. Okay. Lass mich da weg. Und mal eben hier das Hells aufsammeln. Das war ein Kopfschuss. Nein, nicht wirklich. Ich dachte es nicht nur, ich wusste es. Naja, das knapp daneben ist auch vorbei, Freunde. War da gerade einer? Ja. So. Penner. Ich mag zwar keine Cops töten, aber hey, ich stell mir einfach vor, die sind. Erstmal holen wir uns die Muni. Falls. Ne, der hat keine. Ach, da, Arschloch. Ist klar. Ja, das ist, bin ich wohl. So, Penner. Gib mir mal die Muni.
Das Gewehr ist eigentlich besser als die blöde Shotgun. Sag mal, könntest du mal in Deckung gehen? Hallo. Penner. Ach. Den hatte ich vergessen, da standen dann sogar mehr rum. Ist hier irgendwas? Nein, ist es nicht. Ich muss aber schon mal die, oder? Mal eben durchladen. Wo muss ich denn jetzt hin? Blöden Cops. Frage. Wo soll ich hin? Sieht einer was, wie ich hier wegkommen soll? Ich gerade nicht. Ich glaube, so weit springen kann ich nicht. Ich kann zwar klettern, aber auch nicht mehr. Aber das Symbol zeigt mir hier an. Aber hier kann ich auch nicht. Also, kann mir einer verraten, was das hier soll? Da komme ich auch nicht wieder zurück. Map. Map. Flieh über die Dächer, ja, ganz, ganz toll. Ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, wie ich weiterkommen soll, Freunde. Ja, super, da ist ich mal locker drüber weggeschwungen, aber das hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wo ich hin soll hier. Was übersehe ich? Könnt ihr mir das bitte mal verraten? Okay, hier ist eine Leiter, aber mit der kann ich nichts anfangen. Okay. Enter soll helfen. Na gut. Hat mir jetzt nicht wirklich angezeigt, dass es geht, aber das war so die logische Schlussfolgerung. Weil sonst war da nichts. Mhm. Dass ich jetzt so schlau war, die Leiter runterzuwerfen, weil, naja, gut, ich hinterfrag das mal nicht. Hier soll ich hoch. In der Kirche, na dann. Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. Auf jeden Fall soll es nach unten gehen. Aber auch typischer Mafia-Style, Kirche und so. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. Können wir das? William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein... Ach, scheiße. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Willys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Soll ich dir jetzt auch noch umpusten? Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich habe dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, als du aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist der... Der Kerl hat Billy umgelegt. Ich wusste, dass das in die Hose geht. Als ich die Beerdigung gesehen habe, war klar, was, wo wir sind. Ah, Scheißdreck. Töte Johnny. Ach, Scheiße. Arschloch.
Hätte ja auch so schön werden können. Hätte ja so schön werden können, das Ganze. Viel besser als diese geht eigentlich, abgesehen davon, dass ich fast tot bin. Der MG-Schütze da oben geht mir irgendwie richtig voll auf den Sack. Nachladen. Hätte ich das? Ja, ja, ist klar. Scheiße. Du sagst es. Nein. Ja, ja, ist schon klar. Du Penner da oben, ne? Den erwische ich von... Ach, du ahnst es nicht. Von da drüben bin ich auch unter Beschuss. Wo zum Teufel ist unser fucking Kumpel eigentlich, der uns hier unterstützen sollte? Der das eigentlich selbst machen sollte? Wie wär's denn mal, wenn ich hier irgendwie... Da. So funktioniert diese Stadt. Tut sie das, ja? 5 Kugeln habe ich davon noch. Das ist nicht so viel. Habe ich. Nachladen. Komm wieder raus, zeig dich. Ja, so oder so ähnlich. Das brannte aber jetzt nicht bei mir. Muss hier in die Richtung. Oh Mann, Munition ist echt ein Thema. Nein, 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 nein. So, wo ist denn der scheiß Billy jetzt? Lad nach! So. Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Mehrfach. Mehrfach Mord. Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Aha. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Ach, der lebt noch? Ich hab den doch umgepustet. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als... göttliche Vergeltung. Ja. Ich hatte mich schon gewundert, wo der bleibt. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutkind nicht. Ihres wollten Sie. Das stimmt wohl. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen,
Sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich... Ja, jetzt nach der Flucht vor den Bullen. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Lesen Sie alles. Die nehmen ja kein Ende! Stellt die Kirche von allen Seiten. Lass mich nicht trauen. Ach, du ahnst es nicht. Ist das dein Ernst? An Räder, oder? Da, wir können weitersuchen. Aber die Bomben sind überall. Alter Schwede, das hört ja nie auf. Sag mir doch mal, Okay, ich probier's mal. E. Steigt ein. Und Musik muss natürlich an. Ach scheiße, das scheiß Gamepad ist wieder aus. Ja gut, das wird nix. Das wird nix. Nein, nein, nein. Okay, das ist natürlich kacke. Das Gamepad geht dann einfach irgendwann aus, was kacke ist. Vielleicht sollte ich ja mal gucken, wo der nächste Kontrollpunkt ist. Mal gucken. Ja, schauen wir mal, wie lange es anbleibt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Ich finde, das ist zwar eine gute Idee, aber draußen sind eine Menge Cops. Was ist hier eigentlich? Nein. Komm rein da! Rein da! Nein, wie komme ich da rein? Okay, los, komm. Komm jetzt. Komm nur, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Steig ein. Steig ein. Wir müssen hier weg. Der fährt sich schon ein bisschen merkwürdig. Nee, nicht so richtig. Oder wir fahren bald hinten mit. Ich hab das schon verstanden. Scheißdreck. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja. Alles. Hau ab. Wir müssen die Cops loswerden. Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Die sind echt sauer. Mich hat's erwischt. Glaube ich zumindest. Ja, aber noch lebe ich. Rate mal, wollte ich gerade sagen, rate mal, was ich gerade versuche. Und das sind echt eine Menge. Ausrufungszeichen? Nee, ich darf die Polizei nicht mitbringen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die loswerden soll. Vor allen Dingen nicht mit diesem fucking Leichenwagen. Town.
Hau ab. Nein, 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 nein. Hau ab. Gib Gas. Geh da weg. Hau ab da. Ich komme hier nicht weg. Nein, ich komme hier nicht weg. Ja, das war klar. Ah, leck mich am Arsch. Lecco mio. Das ist echt, die Mission ist A, sehr lang und B, sehr heftig, finde ich. Komm, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich sollte versuchen, gleich in den Leichenwagen zu kommen. Gar nicht lange aufhalten. Nein, steig ein, Mann! Ja, das ist es. Komm nu. Das tut er. Oh Mann. Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Fahr einfach oder wir fahren bald hinten mit. Irgendwie müssen wir die Cops doch loswerden. Ja, Verdächtige ist in der Innenstadt untergebracht. Oh ja, das wäre gut. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Okay. Wir sind sie scheinbar los. Vorläufig zumindest erstmal. Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Verfolgung ist beendet. Okay, wir sind sie los. Oh, ich dachte schon, habe ich irgendwas verpasst. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. So, wir müssen hier gleich rechts rum. Ich weiß nicht, ob das dem Boss gefällt, wenn die... keine Ahnung. Wir werden sehen. War auf jeden Fall keine so leichte Nummer. Aber echt spannend gemacht, spannende Mission, fettes Fratzengeballer, teilweise echt so Schluck. Aber okay, es soll ja auch nicht zu einfach sein, dann hätte ich es ja gleich auf einfach stellen können. So, die Mission mache ich noch zu Ende und dann soll es auch für heute genug sein, dann werde ich mir noch was kochen. Danach nochmal eine Runde in die Wanne hauen und dann... Ja komm, was ist denn nun? Wird's heute noch? Romantische Musik für so mit dem Leichenwagen unterwegs? Hallo? Ja, lass dir Zeit, es heilt nicht. Mann, dieser Ich hab nicht einen ganzen Tag Zeit, mecker nicht rum. Ich hab nur gedacht, hältst du dich so ein bisschen an die Regeln hier? Müssen ja nicht gleich wieder der Polizei auffallen. Ja, ich durfte halt nicht so lange warten, bis ich mir den Leichenwagen grabbel oder grabsche. Und morgen ist dann wieder der erste Tag Arbeit. Ich könnte ja jetzt schon kotzen. Ah ja, was soll's. Was willst du machen? Kannst du nichts tun. Wir müssen hier links rein. Ich hab Vorfahrt. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Ja. Und dann wird heute Abend noch eine Runde Control gestreamt. Habe ich auch gestern Abend noch so eine Stelle gehabt, wo ich echt nicht weitergekommen bin.
Aber mal gucken, wie das heute wird. Wie ich schon öfters sagte, kein Pro-Gamer over. Da müssen wir links rein. Fahr weiter. Der Tod fährt mit. Oder so ähnlich. So, hier rein. Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre... Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das...